So, da sind wir wieder im Stadion. Wir freuen uns auf das Spiel. Begrüßen Sie ganz herzlich Martin Breukmann und Frank Buschmann. Und herrliche Stimmung hier. Und da freue ich mich natürlich an der Seite von Manni, dieses Spiel begleiten zu dürfen. Heute heißt es FK Rostov gegen AMK Perm. Schiedsrichter hat die Partie pünktlich angepfiffen. Wir freuen uns auf 90 tolle Minuten. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Kann er sich den Ball holen? Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Da liegt er frei rum, der Ball. Holt ihn euch. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Könnte es gefährlich werden. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Und kann er diese Hereingabe verwerten? Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Mal gucken, ob sie von dieser Balleroberung profitieren können. Das muss es sein! Kann er diese Flanke verarbeiten? Klasse, wie er das Problem gelöst hat. Und was entscheidet der Schiedsrichter? Na, den Ball hat er jedenfalls nicht zuerst getroffen. Das zeigen diese Bilder dann doch relativ deutlich. Korrekte Entscheidung des Referees sehen wir hier ganz deutlich. Unfaires Einsteigen. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Ganz sauber den Zweikampf geführt und dem Gegner den Ball abgeluchst. Und der Angriff wurde gestoppt. Und jetzt haben sie die Chance. Souverän, wie er das Problem gelöst hat. Jetzt zieht er ab. Klasse Abwehrleistung vom Torwart. Fliegt in den 16er. Achtung! Aber ordentlich was dahinter, hinter diesem Schuss. Aber der Torhüter, er ist da. Da wird zum Eckball geklärt.
kann man sich befreien. Souverän geklärt. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Jetzt ins Tor. So sieht eine sichere Faust. Geht er rein? Er trifft nicht. Souverän abgewehrt. Ach du lieber Himmel. Super Flanke. Ja, das sieht schon eigenartig aus, aber, und das ist das Entscheidende, er hat klären können. Das sieht einer gut. Oh, der schießt aus allen Lagen und normalerweise trifft er auch aus allen Lagen. Ich fass es nicht, dass er diese Chance liegen lässt. Gibt es hier die Wiederholung des Treffers. Toll hereingebracht, schön verwertet. Eine Ecke wie aus dem Lehrbuch. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Genau hingeschaut. Die Fans fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Guck mal hin! Klasse, wie hier der Torhüter reagiert. Was will mehr ein 1:0 zur Pause sagen? Gar nichts. Alle Möglichkeiten für beide Teams in Durchgang 2. Wer die maßlose Hoffnung auf viele Tore hatte, der ist jetzt etwas enttäuscht. Aber es gibt ja diesen berühmten Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Anstoß zum Beginn der zweiten Halbzeit.
Flankenmöglichkeit. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Er spielt richtig gut mit, der Torwart Busche. Eine richtig feine Aktion und völlig ohne Aufregung. Wir gucken uns die Wiederholung an. Im ersten Versuch pariert vom Keeper, aber am Ende ist das Ding doch drin. Und jetzt wechseln sie. Das Bällchen rollt gut durch die eigenen Reihen. Jetzt suchen sie die Lücke. Eine gute Flanke, aber der Gegenspieler ist dazwischen. Welche Mannschaft hat mehr aufs Tor geschossen? Hier kommt die Statistik. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Das sieht schon eigenartig aus, aber, und das ist das Entscheidende, er hat klären können. Und schon wieder hat er einen Gegenspieler vom Ball getrennt. Und da bekommt er Unterstützung. Kann er sich den Ball holen? Bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Und schon wieder Eckball. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Dieses Tor ist allemal eine Wiederholung wert, oder, liebe Zuschauer? Gerade noch mit einer klasse Parade der Held und beim nächsten Mal ist es dann eben doch passiert. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive. Ist das schon die Entscheidung? Klare, deutliche Führung. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Ja, schauen wir mal, da wird ausgewechselt. Das war zu ungenau, davon hat der Verteidiger sofort profitiert. So macht das richtig, er kämpft und hat den Ball. Der könnte passen. Jetzt werdet mal nicht überheblich, Jungs. Das kann sonst noch ins Auge gehen. Also selten, sehr, sehr selten habe ich eine so schwache Abwehrleistung gesehen. Besser und härter kannst du nicht schießen, aber besser kannst du auch nicht halten. Gespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen.
Ja, ja, so geht's auch. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Was für eine Grätsche! Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel, den Schuss abgeblockt. Alles wartet auf den Eckball jetzt. Zeitgleich wollen die beiden Trainer nochmal neue Leute in die Partie bringen. Kein Schimmer von Gefahr in dieser Situation. Nee, ein guter Kopfball, der sieht wirklich anders aus. Viel zu schwach, dieser Abschuss. Der Sieger dieses Spiels stand früh fest, deutliche Angelegenheit hier. Und jetzt warten Sie auf den Schlusspfiff. Schon im Mittelfeld holen Sie sich den Ball zurück. Da musst du kämpfen um den Ball. Dann hast du ihn auch. Sofort abgezogen und... Und dafür musst du dich als Torwart noch nicht mal bewegen. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Ich will ja nicht unten, Buschi, aber ich habe schon Sieger des ersten Spieltages gesehen. Die standen am Ende ganz unten. Ja, das geht mir jetzt ein bisschen weit. Das war nun mal ein Auftakt nach Maß. Aber wie gesagt, da muss man natürlich noch vorsichtig sein. So, liebe Zuschauer, mein Name ist Manni Breukmann. Ich darf mich dann verabschieden nach diesem hochklassigen Spiel, wie ich fand. Und hoffentlich sind Sie beim nächsten Mal wieder mit von der Partie.